Bruder. Du hast den besten Job, Alter. Du isst einfach und bist dabei, Alter. Zwei Tage Ruhezeit, tun noch mit Semola, ganz normal aufmachen, mit unserer eigenen Nähe, von Nutella, Was geht ab, Freunde der Sonne, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich befinde mich in Frankfurt, um genau zu sein, in der Bergerstraße, und heute kommt eine Frankfurt Food Tour. Seid gespannt, ich freue mich extrem und ich bin nicht alleine heute in einem Viererpack, Freunde. Es wird sehr lustig, wir haben ein super Team zustande bekommen. Zu meiner linken Seite direkt Berber Eats. Berber Eats ist wieder da, Friends. Jawohl. Ich kenne ihn, den saftigen. Freust du dich? Ich freue mich, Bruder. Okay, und zu seiner linken Seite Teen. Wen haben wir noch? Meine Damen und Herren, unser Foodblogger. Er hat schon über 200 Restaurants abgecheckt. Frankfurt und in der Nähe von Frankfurt. Also wir haben hier einen Spezialisten. Sehr, sehr stramm. Und zu seiner linken, Freunde, ist Bünni. Ewa. Also ihr seht schon, die Konstellation ist auf jeden Fall kunterbunt, sehr lustig. Und habt ihr Bock? Total. Wir probieren Burger, Halal-Burger. Wir probieren Pizza, Halal-Pizza. Und eventuell noch einen schönen Nachtisch. Was sagt ihr? Schon so ein Hunger, Bruder. War der Brich schon da essen? Der war noch nicht da jetzt, deswegen freue ich mich. Das ist gut, Alter. Auf deine Meinung bin ich gespannt. Okay. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1 und let's go, Freunde. Ab geht's. Schlendern durch die Berger Straße, Friends. Berger Street. Was sagt ihr zur Berger Straße, Leute? Bruder, sehr, sehr stramm. Geiles Essen, viel Essen. Was für mich. Sehen und gesehen werden. So, Leute, bevor es zum ersten Spot geht, auf jeden Fall checkt Teen auf Instagram ab. Wie gesagt, ist ein Foodblogger, hat über 7000 Abonnenten, war schon bei über 200 Restaurants, also ist auf jeden Fall ein richtiger Fachmann. Berber Eats, Freunde, ihr wisst Bescheid, folgt ihn auch auf YouTube, auf Instagram. Und Bünni könnt ihr auch folgen. Macht zwar keinen Content, aber einfach aus Korrektheit, ihr wisst Bescheid. Abonnieren, Friends. Support wichtig. So, Freunde, wir sind jetzt vor unserem ersten Spot, und zwar nennt sich der Laden Shelly's Burger. Ist, wie gesagt, auf der Bergerstraße, ist auf Halal angelehnt. Ja, Burger, Halal, alles Halal, wird kein Alkohol verkauft. Und ich bin sehr gespannt, denn es ist ein Smash-Burger. Wir haben sehr gute Erfahrungen gesammelt von Smash-Burgern. Du hast auch schon mal Smash-Burger gegessen. Tolga, hast du Smash-Burger gegessen? Noch kein Smash-Burger gegessen? Für Berber Eats wird es das erste Mal sein. Bin gespannt. Bünni? Was ist dieses Smash, Bruder? Was ist dieses Smash? Smash-Burger ist dieses... wo es platt gedrückt wird. Boah, da hab ich Bock drauf, Digga. Okay, wir starten rein, auf geht's. So, Shelly's Burger, wir sind im Laden drin. Freunde, ich blende euch ein paar Szenen ein. Und Berber Eats, was sagst du? Sieht schon mal fresh Boah, aus. Der Laden Strauß, er hat so einen leichten England-Grip, Digga, kommt mir so vor. Ja, mäßig. Dean, was sagst du, erster Eindruck? Die Location sieht sehr, sehr schön aus. Ja, und ich bin gespannt auf das Essen. Erstmal Hallo, wir haben gar nicht Hallo gesagt. Hi, servus. Wie geht's dir, alles gut? Euch. Auch danke schön. So, Shelly's Burger, ich habe es auf Instagram gesehen. Ja. Auf jeden Fall sehr einladend. Und was wichtig ist für mich und vielleicht für die muslimische Community, einfach, dass es halal ist. Es ist 100% halal, hier wird auch kein Alkohol an, glaube ich. Nein, nein, nein. Also an die muslimische Community, auch an die nicht-muslimische Community, ihr könnt natürlich herkommen. Hier gibt es einfach nur kein Alkohol, dass ihr Bescheid wisst. Besser ist es. Was bietest du an? Also was habt ihr, was würdest du sagen, der Burger flasht komplett? Mich hat der Nacho-Burger geflasht, weil ich hätte niemals gedacht, dass Chips in Burger schmecken. Also ich habe es auch nie probiert, bis vor kurzem. Ich arbeite schon fast ein Jahr jetzt hier. Dann habe ich den gegessen und ich dachte mir, Alter, gerade hätte ich das mal vorher gegessen. Also das hat mich echt überrascht. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Nacho-Burger und was gibt's noch? Triple Cheesy, falls ihr Käse mögt. Das hört sich gut an, Digga. Du hast uns direkt getroffen. Ein Triple Cheesy, ein Nacho Burger. Ich hab Nacho Burger auch noch nicht probiert. Du? Nacho zum Burger? Ich hab dich also ich kenn's, ich hab schon gehört, gesehen, aber... Digga, diese Vorstellung alleine, dass ein Burger Chips ist, Bruder, ich weiß nicht. Das ist schon crazy mazy, Digga. Ja. Heute seid mir ehrlich, wie fresh sieht der aus, mashallah. Das Fleisch ist 100% halal, wird immer frisch hergebracht, Rinderfleisch. Der Besitzer hat mir auch gesagt, dass das Brot, die Burger Buns auch jeden Tag frisch vom Bäcker selbst zubereitet werden und die Soßen sind hausgemacht. Und deswegen bin ich umso gespannter, wie der Burger ankommt. Ob es ein guter Burger ist, sehr guter Burger ist, bleibt dran. Leute, schaut euch mal Schiff und
ich weiß nicht, Tower, wie soll ich das nennen? Bruder, das ist Schiff und das ist Burj, der das Burj, AIDA, der Burj Khalifa, Bruder. der Burj Khalifa. Wir haben den Burj Khalifa in die Bergerstraße gebracht. So Leute, wir sind zu viert, wir teilen uns die zwei Burger, deswegen müssen wir die auch auf jeden Fall in zwei Stücke schneiden. Und bei dem Nacho-Burger weiß ich nicht wie, ich drück den jetzt erstmal zusammen. Oh Digga, nimm diese Juiceness auf, Digga. Berberi, jetzt einmal Messer bitte, Gabel. Ja. Ich fühle mich wie ein Arzt. So Leute, seht ihr das? Seht ihr das? Wisst ihr, nach was das aussieht? Nach Crunch. Nach Crunch sein Vater. Nacho Burger bei Shelly's Burger in der Bergerstraße. Bismillah und rein. Sehr chipsig an dieser Stelle. Sehr nachohaft. Aber ich speise jetzt nochmal rein. Kurz hier, seht ihr das? Bismillah. Geil. Du kriegst direkt diesen, oh, ich bin im Kino-Feeling, wegen Nachos, weißt du, was ich meine? Passt rein, Digga. Also sag euch ehrlich, ich habe gedacht, der wird viel zu trocken, wegen Nachos. Aber durch die selbstgemachten Soßen kommt der auf jeden Fall richtig gut an, der Burger. Ihr wisst, Smashburger haben schon einige probiert. Ist einfach diese Röstaromen, von außen crunchy, innen aber noch soft, brutal, finde ich. Gib mir den saftigen. Bruder, gib mir doch deinen, Digga, alles okay. Gut, Alter. Hier wird brüderlich geteilt, Friends. Bruder, er sieht so, er fällt schon auseinander, Digga. Er sieht so krass aus und sehr chipsig auf, an dieser Stelle. Sei ehrlich, Bruder, ist krass. Bruder, kann ich Serviette haben, bitte? Er schmeckt geil, Bro. Aber die Doritos in meinen Augen, Bruder, passt leider nicht so sehr rein, ja. Ich habe das Gefühl, dass es ohne Doritos noch ein bisschen krasser wäre. Wir haben hier noch einen Triple Cheeseburger. Digga, ich glaube, der wird's werden. Man muss es mögen. Man muss es mögen mit den Chips. Der wird crazy mäßig, Digga. Mit Chips ist nicht mein Favorit, Alter. Aber es ist mal was Neues, Digga. Ist mal was Neues, kann man machen, Friends. Was zeigst du auf mich? Teen ist dran. Wo ist der Burger? Was soll der essen, David? Hier. Bruder, diese Apfelschorle spricht mich so an, Alter. Warum? Oder kannst du mir eine Apfelschorle geben, bitte? Ja. Oder mir auch. Erzähl mir jetzt einen richtig motivierenden Dings. Sag mal, wo ist er da hin? Ich sag Apfelschorle. Ich trinke leider keine Apfelschorle, aber ich hab's gehört, das ist die beste. Oh Bruder, der ist es, oder? Schorle. Inshallah, Bro. Aber da steht Apfelschorle. Safe. Berberi, jetzt mach den Apfelschorlen-Check. Bismillah. Oh, Wanda, Feierabend, Digga. Okay, dann probier ich mal. Tien, mach ihn den Saftigen. Oh, die ist wild. Ja, schon. Der crunchy, der saftig und der geschmackvoll und der lecker. Was sagst du den Chips? Passen die da rein, Tien, mein Freund? Mit dem Chip ist es ungewöhnlich, aber eine coole Kombination. Aber ich glaube, ich wäre auch ohne Nachos lieber. Die meinst du ernst, ganz kurz, da ist nichts mehr drin. Da ist einfach gar nichts mehr drin. Genieß das letzte Stück. So, Freunde des Burgers, wir haben hier den Triple Cheesy Shelly Burger, nenne ich jetzt einfach mal. Wir haben hier Gouda-Käse, ein Mozzarella-Stick und Cheddar-Käse mit dem schönen Rinder-gesmashten Patty. Und keine Ahnung, Freunde, schaut mal. Ich habe jetzt zwar nur ein Viertel, weil hier wird brüderlich geteilt, aber auf jeden Fall das Brot, über den Bann haben wir noch kein Wort verloren, ist auf jeden Fall sehr fluffig. Habt ihr bestimmt auch gemerkt, gell? Wird auch immer frisch vom Bäcker gemacht, ich lieb's, wenn es selber gemacht wird. Bismillah. Und rein in die Masse. Besser ohne Chips? Der ist es. Ich krieg direkt so eine Käseladung wegen dem Stick. Käsestick, ja. Nochmal so eine Käseladung in den Mund reingeschossen. Wisst ihr, was ich meine? Brutal. Schmeckt gut. Auf jeden Fall, ihr habt recht. Also das mit den Doritos ist geil. Ihr habt so einen Crunch, so was anderes. Aber so ohne Doritos, also ist natürlich wieder, jeder hat eine eigene andere Meinung. Weißt du, was ich meine? Aber ist auf jeden Fall die Variante, die ich eher nehmen würde. Oder gebt euch mal diese Saftigkeit. Digga, ich glaube, der ist krass, ja. Der ist wirklich mit geil, dieser Ketchup am Boden. Digga, ich glaube, der ist es. Bismillah. Bro, Wanda, der schmeckt krass. Dieser Burger macht mich einfach glücklich, Digga.
Was laberst du, Bro? Mm. Oder das ist kein Alkohol? Das ist mein Favorite. Warum? Schön weich, fluffig, aber auch die Soße ist sehr lecker und sehr cheesy. Also, mein Favorite. Sehr lecker. Ja, das war jetzt echt ein krasses Ding gewesen, Alter. Mmh, super. Ja, aber normale Zwiebeln. Jungs, ein Holz. Ey, diese Mozzarella-Sticks. Das ist interessant. Hier. Interesting. Ein Wort, wie beschreibst du den Burger mit einem Wort? Chatter, chatter. Oder 8 Kellerfriseure hier bei dir in der Siedlung. Oder wir wollen diese ehrlichen Friseure, die den Laden schneiden, die Laden haben. Leute, Berber Eats, ein Friseur. Bei 100 Likes schneidet er 10 Leuten die Haare umsonst. Schreib's in die Kommentare. Wer einen Haarschnitt braucht, bei 100 Likes sucht er sich 10 Leute aus. Online bezahlt für euch, Alter. Wo gibt's 10 Haarschnitte gratis, Leute? Oder Inflation drückt und so. Wo 10 Haare? Dankeschön auf jeden Fall, Benny. Wir sehen uns hoffentlich wieder in der Stadt. Dankeschön. Max, gut. Hat uns gefreut. Zunächst mal. Komm vorbei, Shelly's Burger. So Leute, Shelly's Burger, unsere erste Station, hat auf jeden Fall überzeugt. In kurzen Worten, ich fand's gut. Ich habe schon einen besseren Burger gegessen. Urban Ranch, ihr habt das Video gesehen. Die, wo es noch nicht gesehen haben, schaut euch's an. Aber das heißt nicht, dass der Burger schlecht war. Der war auf jeden Fall gut. Ich mag es eigentlich nicht so krass, Bewertungen zu geben, aber ich gebe den Burger auf jeden Fall eine 8,3, sage ich jetzt mal einfach. 8,3. Der Nacho-Burger war gut. Triple Cheeseburger war viel besser. Dem würde ich sogar noch 8,5 geben, da wirklich saftig. Kurz und knapp, Friends, komm vorbei. Saftig. Ich gebe den krassen Burger, das war der letzte Old Cheese. Er kriegt eine 8,7, Friends. Strammer Burger. Jetzt kommen wir zu der professionellen Meinung, Beurteilung von unserem Foodblogger Tin. Was sagst du, Tin? Der Nacho-Burger würde ich vielleicht 3 von 5 geben, aber der Triple-Burger 4 von 5. Okay, und das Ambiente-Service, was sagst du? Ach, Ambiente für mich eine 4 von 5 und der Service wirklich gut, also ich würde auch sagen 4 von 5. Und warum? Ja, wir haben uns gut unterhalten, immer bei Laune gehalten und ja. Guter Service. Da würde ich sagen, Freunde, wir gehen jetzt schon zum nächsten Spot. Und zwar probieren wir die beste Pizza laut der Frankfurter Allgemeinzeitung. Es ist ein Halal-Laden auch wieder. Es ist eine Halal-Pizza dementsprechend. Und bleib auf jeden Fall gespannt. Bleib dran. Let's go. Was meinst du, Bruder? Okay. Attackieren wir nächste Pizza, Digga. Pannolo Siciliano, gefüllt mit Nutella, Mascarpone-Creme, Beeren, frische Minze.